Summer is 69. Ja, das ist Folge 69. Gut, dass ihr fragt. Wir sind hier bei den komischen Pilzis. Wie geil die jetzt zusammengesunken Die sind. chillen hart ab. Die chillen echt hart ab. Ja, Martin hat uns hierhin dirigiert. Wir sind ein bisschen zu blutechoig unterwegs, dass wir uns hier Was geht da ein. eigentlich? Und wir haben so ein bisschen die Theorie, dass die es schießen anfangen, wenn man die nur Nee, lang das genug hast du die machen lässt. Idee. Ich glaube, das waren einfach verschiedene Varianten davon im Vieh. Ja. Nee, hier wieder Du hast die. die Knarre rausgeholt. Du kannst auch wieder die zweihändige Variante nehmen. Der mit der aktuellen, Blutwiderstand ist der verbessert. Ist der Ja, stärker als der andere. stimmt. Von daher wäre es Oh nicht nein, ich will schlecht. nicht in der Höhle rein, ich will wieder nach Hause. Und wir haben eine ganz schöne coole Rune gefunden. Also die klingt extrem stark. 10% mehr Ausdauer. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Sieht cool aus. Sieht extrem cool aus gerade. Ist das da vorne? Du hast das Jägerzeichen, wenn es irgendwie komisch, wenn es strange wird. Also So wie das bist du hier. Babyphone, ne? Steht da irgendwas auf? Das ist was, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte. Guck doch erstmal drumherum. Da oben liegt was. Geh mal, ich kann auch ein bisschen Hörst du Licht das nicht davon. auch? Doch, man hört irgendwas, aber ich kann es nicht zuordnen. Guck mal, stopp, stopp, stopp. Ändert sich irgendwas in dem See? Da, da unten ist was. Ja. Ist ein Schwein, das kannst du fisten. Es hat sich hier gesuhlt und ich habe es umgebracht. Ich fühle mich schlecht. Ich bin wieder zurück. Guck mal, ob du in die Mitte des Sees gehen kannst, da der oben ein Da bisschen saufe ich doch grün. bestimmt ab. Könnte sein, würde mich nicht überraschen in dem Spiel. Warte Warte. mal. Ich möchte wissen, was mit diesem grünen Leuchten halt so auf sich hat. So tief sieht es nicht aus. Was I don't trust this shit. ist denn hier los? Ruhig, würde man im Film sagen. Ja. Und da bricht die Hölle los. Where the fuck? Also hier geht's nochmal weiter nach Da oben, rechts ging es oder? auch lang, da war da sogar noch was. Schon recht, Emil. Aber wenn der Kopf schon explodiert ist, wenn man sie trifft, dann sind sie nicht so stark. Die schlimmsten sind erst, wenn der Kopf halbwegs im Kampf explodiert. Dann wollen sie richtig Stress. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Aufzug, oder? Ach, jetzt ist, kommt man vielleicht wieder zurück zu der. Fahren wir hoch? Sind wir an der? Hä? Dass man jetzt an der Stelle in dem in der Ding wieder ist, in der Windmühle. Weißt du, wo die. Ja, wo das Gerät nicht ging. Das könnte gut sein. Es wird sein, es wird sein. Ja! Ja, Mann. Sauber! Sehr cool. So, dann wo geht's hier durch? Oder Wohin geht's nee. jetzt hin? Na, zum Einlösen. Ah, gar nicht so schlecht. Wo kam ich da hin? Nee. Nee, das war irgendwo. Hier ging's raus. Ach, hier ist es Warte. draußen doch und dann die. Da Ja, ist genau, noch. über die Brücke und dann nochmal ein Aufzug. Ja. Und dann. Oder nee, nicht Aufzug, sondern durch die Tür, ne? Vielleicht auch mit Aufzug. Hier Da war das rechts, ja doch, genau. oder? Da durch. Ja, Mann. Doch Aufzug. Cool. Das ist ganz schön tief schon. Wenn man sieht, zweimal so Aufzüge hoch jetzt. Genau. Und da kannst du, jawohl. Coolio. Kannst die Raben auch einfach ignorieren hier. Die bringen eh nichts. Das hat auch keinen Tauch. Sehr schön. Dann können wir es nochmal vergleichen, die Runen. Aber wie auch 10% mehr Ausdauer klingt sehr viel. Ja. Und dieses eine mehr Blutechos durch aufgeladene Angriffe, das klingt sehr situational. Daher würde ich darauf. Du klingst situational. So, jetzt kaufen wir erstmal. Willkommen daheim, In was? der Will. So, was wollten wir Heißt machen? Sollen wir erstmal Stärke leveln für die Kanone? Das ist doof. 12 Schuss auf einmal verballert. Mach mal Ausdauer, dann können wir von den 10% noch mehr profitieren. Wie viel brauche ich mir fürs nächste? 1500. Nutz mal eine.
Was? Nutz mal irgendein Kaltblut-Tau. Obwohl, wir sollten erstmal das Auflevel machen und gucken, wie viel wir dann noch brauchen. Okay. So, und jetzt können wir erstmal die Dings einsetzen, genau. Und wir können die Waffe ja aufwechseln, wir haben noch einen Brocken gefunden. Ja, wenn das reicht. Ich glaube schon. Drei brauchen wir, guck. Das hab ich doch gesagt. Glaubst mir ja nix. Nee. Oh, Käse. Kann ich die Waffe reparieren? Ja, natürlich. Die wird immer geschwungen. So. Was hatten wir hier noch? Wir haben vielleicht ein paar neue Sachen gefunden. Guck mal durch. 4,7 mit dem Gifteffekten. Das ist ja alles irgendwie nicht so geil. Nee. Stärke skalieren war nicht so doll. Alles weniger, man sieht es ja links immer. Nee. Haben wir rechts vielleicht einen, jetzt der den ganzen rechten Slot passt? Also oben in den dritten Abdruck? Nee. Na dann gucken wir uns doch nochmal den Runen das an. So, was sollte ich jetzt. Also, wir haben einmal hier mehr Echos von gefallenen Gegnern und dann haben wir die Seerune im Moment drin. Gehen wir auf die Seerune drauf, was da genau steht. Und genau 3% immerhin. Kannst du das nochmal irgendwie genau angucken, anzeigen? Eingeweidenangriff. Ach, nur Eingeweidenangriff. Das machen wir aber echt extrem selten. Das ist ja die Finisher. Hier für was? Nee. Dann nehmen wir die raus. Und von den anderen haben wir jetzt, können wir drei noch durchgucken. Dann machen wir. Nee, warte mal. Du hast die falsche rausgenommen. Du hast unten die. Nehmen wir mal alle nochmal raus. Okay, dann fangen wir oben an. So, 10 Ausdauer klingt extrem gut. Ja. Dann. Kugeln plus 4 ist albern. Nee. Das auch nicht. Das nehmen wir. 3%, genau. Erhöhte Resistenz gegen Wahnsinn. 200, das ist richtig viel. Also wenn wir das mal bei einem Boss brauchen, wenn wir da mal ein Problem haben, sollten wir uns auf jeden Fall merken, gegen Gift und Wahnsinn haben wir eine gute Resistenz. Mehr Blutechos klingt immer nett. Transformationseffekt nutzen wir ja gar nicht. Ja, dann nehmen wir noch die Echos. Mehr Blutechos, ja. Gott. Und wie gesagt, wir müssen es merken, wenn wir einen Boss mit Wahnsinn oder Gift haben, haben wir jetzt. Das ist doch mehr geworden mit dem Nebel. Meinst du? Ja, irgendwie. Aber ist das Patch-bedingt oder ist das irgendwie Einsicht-bedingt? Ach so. Ich überlege gerade mal, ob ich unsere andere Einsicht noch essen soll. Ja, ich glaube, wir verarschen mal. Ja, mach halt. Mach halt. Siegfried and Roy. Das muss man beim Zaubern immer sagen. Das ist ein altes Zauberschulen-Ehrenwort. Ja, dann. Ich habe meine Zauberrichtlinie aus der Magician's Guild von Job gelernt. Das ist so gut. Ich muss eigentlich nochmal gucken. Das ist unglaublich gut. Also aber echt, was man nicht machen sollte, ist halt die neuen Folgen gucken und dann, oder direkt vorher die alten Folgen und dann diese neue Staffel gucken. Weil das so funktioniert nicht gut zusammen, ne? Nee. Das ist echt schade, ja. Das, auch die Struktur ist halt ganz anders der neuen Folge. Ja. Das ist komisch. Was immer eine Person und dann. Wir sprechen übrigens von Arrested Development, wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worum es geht. Eine lustige Sitcom. Ist der Hammer. Ist einer meiner. Ist eine der besten Serien aller Zeiten, muss man so sagen. Im Bereich Comedy. Also insgesamt auch, aber gerade im Bereich Comedy ist es bestimmt in den Top 5. Ja. Mit Boston Legal. Zählt Boston Legal denn zur Comedy? Ist das nicht zu viel Legal Drama? Das ist so eine Mischung, aber eine extrem gute Mischung. Aus allem ungefähr, was super ist. Aber es ist schon auch sehr. Es ist schweinewitzig auch Boston Legal. Ja. Das stimmt schon. Dann aber mit Community auf jeden Fall. Ja. Community ist nämlich auch der Hammer. Wobei da auch nicht alles uneingeschränkt gut ist. Ja, aber als Gesamtkunstwerk. There are weaker seasons, you know. Das stimmt. Ist es denn. Geht es da jetzt nicht auch weiter oder ging es weiter? Da kommt jetzt die fünfte Staffel. Oder ist die sechste Staffel schon? Kommt dann der Movie? Ich hoff's. Sechs Seasons in der Movie? Ich hoff's. Oh, das ist die fünfte? Ich blick gerade nicht mehr durch. Ich guck gerade Newsroom zu Ende, was ich ewig nicht zu Ende geschaut hatte. Boah, der mich gerade appariert. Ja. So. Sollte man mal den L2 benutzen, ne? Das war jetzt der R2. Aber L2 vorne. Sind auch nicht schlecht. Ich glaube, der könnte auch gut vertragen gegen die. Ja. Newsroom zu Ende bin ich gerade dabei, die dritte Staffel zu Ende zu schauen. Auch super Serie. Mhm.
Ich habe die erste Staffel bisher gesehen. Bisher keine Zeit gehabt, die anderen zu gucken. Ach, okay, hier oben geht's weiter. Unbedingt weiter gucken. Sehr super. So. Hier wird schon wieder so kathedralenartig. Brocken! Aber echt, die ist von meinen Lippen. Wo ist das Schweinchen? Das kommt doch nicht wieder, oder? Nein. Das respawnt doch nicht, oder? Es gibt bestimmt irgendwie ein super Achievement, wenn man alle Schweine am Leben lässt. Drei kleine Schweinchen. I huff and puff and blow your house down. Ganz viel Platz, oder? Wie geil die immer aussehen. Snake Man. Die sehen echt sehr Resident Evil-dich aus. Oh. Oh, ein paar Freunde gerufen. Ich glaube, das hat uns auch jemand empfohlen. Was? Diese Kombination aus R2 und dann den dahinterher. Ist doch ganz gut. Ist nur, wie du so drauf hast. Ich finde die auch ganz gut, dass man so eine schöne Range hat. Ja. Ich verliere gleich mal die erste Reihe um. Einfach drauf, genau. Und von oben auf die Mütze. Ah, da wolltest du geschickt beide treffen. Du bist so wie Whack-a-Mole. Schon. Du musst das immer rausgucken. Oh Mann, da gibt's diesen geilen Stand-Up-Sketch von Cameron Esposito mit Whack-a-Mole. Wo sie erzählt, dass. Das ist ein Stand-Up-Comedian und erzählt sie, dass sie im. Komitee für irgend so ein Gemeindefest oder sowas ist. Oder so ein Schulfest. Und dann geht es ja darum, was sie sich die Eltern vorstellen könnten, was man da noch irgendwie so an Aktivitäten oder an sonstigen Sachen hinstellen könnte. Und dann meint sie halt so, weil sie das früher gerne gemacht hat und so und die Kinder da schon auch Spaß dran haben, dass man Whack-a-Mole aufstellt. Also für Leute, die das nicht kennen, das ist auf dem Jahrmarkt dieses, wo da so solche so 9 Löcher sind, in so einem Quadrat und dann kommen da regelmäßig irgendwelche Viecher raus, so Biber oder irgendwas, und man haut immer mit so einem Hammer drauf und je mehr man halt, die gucken wir nur kurz raus, dann muss man auf den Kopf hauen, dann kriegt man einen Punkt. Also jedenfalls sagt sie, Whack-a-Mole, auf den Whack-a-Mole aufstellen können und dann steigt irgendwann aus der hinteren Reihe eine andere Mutter auf, hebt zu den Zeigefinger, man, excuse me, I believe it's pronounced Whack-a-Mole. Und dann meinte sie halt, in dem Moment hat sie diese Frau geliebt, weil sie halt in ihrer Welt leben wollte, in der sie seit fast, was ist halt irgendwie Mitte 30 oder so, seit über 30 Jahren durch die Welt läuft und in mexikanischen Restaurants mit Freunden essen geht und da Whack-a-Mole bestellt und niemand was sagt. Und sie jetzt die Erste ist, die darauf hinweist, dass sie das all die Jahre falsch gesagt haben muss. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Hau irgendwas? Hau. Ich glaube, bei Sam Max heißt das irgendwie Bratz das Vieh oder so. Ich glaube nicht, dass das richtig übersetzt wurde bei Sam Max. Bei Sam Max ist das auch, das stimmt. You again. Bin hier irgendwo drin. Wie ist das halt wegschleudert und Schwein? Ich krieg auch überhaupt nicht mehr durch, wo wir gerade genau sind. Ich auch nicht. Wir reden ja auch nur Quatsch. Whack-a-Mole. Was ist da links? Was ist da links gewesen? Links oben? Ich dachte, hätte ich irgendwas leuchten sehen eben. Oben. Da, ja, guck. Doch, über die Baumkröne. Hier hoch vielleicht? Nach die Äste. Ja, da, ja. Die blickt doch keiner. Das ist doch Quatsch. Blickt doch hier keiner mehr durch. Ich muss da rüber springen oder was? Geht nicht. Nee, ist zu, oder? Hier erstmal. Erstmal runter, ja. Das sah genauso aus wie vorhin der andere, als ich da auch. Ui! Ui! Farbwächter. Da müssen wir gleich mal vergleichen. Gut, dass wir verglichen haben. So, wo ist das? Also, die Mütze war nicht dabei. Es war nur ein dreiteiliges Set. Da ist das solche Grabwächterrobe. Weniger physischer. Bisschen enttäuschend. Gegen Gift und Dings. Ja. Aber zieh mal trotzdem an, wie es aussieht. So Shaolin mäßig. Wo war das hier? Da? Die sehen gar nicht schlecht aus. Sind bis auf physischen Angriffen überall besser. Ja, ja, ja. Und die Schuhe. Da, okay.
So ein bisschen Bettlermäßig halt. Alte Lumpen. Ja, das finde ich jetzt. Die, vor allem mit der Mütze geht das gar nicht. Ja. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Er müsste da mal dazu schreiben, statt nur blau oder rot anzuzeigen, wie viel. Also plus 20 oder so, dass man das halt nochmal leichter vergleichen kann. Hallo, Usability hat angerufen. From Software, was ist denn bei euch da los? Usability. Ich habe jetzt mal diese, Handdinger da gelassen. Ich hatte mal ein ganzes Semester lang Usability. Da habe ich auch gelernt, wie viele Sachen man gleichzeitig zum Beispiel auf einem Bildschirm verarbeiten kann. Das hat wirklich so psychologisch oder wie viel so verschiedene Bereiche halt Sinn ergeben. Und wenn du dann irgendwie so 17 Sachen hast, das kann halt keiner mehr gleichzeitig erfassen. Ja. Ich glaube, es waren 7 maximal. Dann hört schon auf. Ich frage mich, wie das bei Let's Plays, wie sich das aufaddiert. Wenn du jetzt hier noch sitzt, dass ja irgendwie auch mich mit. Und dann rede ich noch mit dir und dann rede ich mit den Leuten. Das sind ja schon irgendwie. Dann 4 von 7 Sachen sind ja schon belegt. Kein Wunder, dass für Spiel nichts übrig bleibt, man ständig irgendwelche Anzeigen übersieht, die mitten im Bildschirm sind. Ja. Manchmal ist es wirklich so, du unterhaltst, wo sollen wir jetzt hin? Und dann standst du irgendwie so 10 Sekunden vorher mitten im Bildschirm. Und das hast du echt übersehen. Das hast du dir das, das Let's Play, was ich mit dem Entwickler von Traveler's Tales gemacht habe, zu Lego angeguckt. Ich habe den Anfang nicht komplett geguckt. Es ging 8 Minuten, das war zu lang. Das Gute ist, der hat natürlich mit mir zusammen da geletzplayed und so und erzählt und gespielt. Ach, aber ich weiß drauf, du brauchst es. Ja. Und da hat er auch was gesagt. Das ist geil, oder? Selbst der Entwickler von seinem eigenen Spiel in meinem ganzen Leben ist vom Let's Playen sein eigenes Spiels überfordert, weil es zu... Muss irgendwie von oben kommen, ne? Da siehst du das? Irgendwie ist es wie aus... Oder, nee, es war von oben irgendwie da lang. Ja. Oder irgendwo von unten. Ja. Das ist super, ne? Das ist eine schöne Genugtuung. So kann's gehen, du. Ja, ist ja wirklich so. Wenn man dann, das ist ja manchmal, dann liest man dann die Kommentare zu den Let's Plays und dann stand doch da mitten im Bildschirm, warum rätselt ihr denn? Dann spulst du an die Stelle und dann steht da echt so, denkst du mal, das kann man doch überhaupt nicht übersehen haben. Ja. Verrückt! Denkste. Warte mal, hier waren wir hier schon. Kommt mir bekannt vor, wollte ich jetzt sagen, aber es hilft auch nicht. Ich habe auch so viel Quatsch erzählt gerade, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt bin. Das Erste oder Schlangen? Was Großes? Noch ein Schwein. Die hauen wir alle um. Bis wir es mal nicht mehr schaffen. Ja. Wir lieben uns. Oh! Oh. Das Kind, der ganze Arm! Der ganze Arm. Bis zum Anschlag war es da drin. Wie geil ich das mitten im Kampf mal gemacht habe. Das war so gut. Da ist einer. Also, mir fällt auch nicht durch. Doch, Glück gehabt. Oh nein, das sind so Typen. Hau von oben drauf mit dem L2. Das glaube ich dann gut gegen die. Oh nein, die packen mich. Hau von oben drauf mit L2. Nein, das. Oh nein. Ach, da haust du oben gegen. Super. Geht nicht. Dann nimm die Einheit-Variante, das glaube ich hier viel besser. Ja. Ja, viel besser. Hack, hack, nicht aufhören. Sauber. Okay. Okay. Oh. Verrinnender See. Das finden wir ja Runen ohne Ende. Jetzt geht's aber richtig rund, du. Runtastic, könnte man sagen. Verrückte Welt und ich weiß schon wieder nicht, wo wir überhaupt sind. Was soll das ja alles? Komm, erstmal hier Kundschaft, verarzten wir. Verarzt mich. Ist alles wieder geholt. Rein, rechts auch noch einer. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Der haut aber manchmal so, wenn er dich mehrmals trifft, dann sinkt auch die Regain-Schwelle. Hm. Kannst du dann auch gar nicht alles zurückholen. Oh nein. Somebody saw me. You just stay right down there. So. Wo zur Hölle sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Schafe, was ist ein Schaf nochmal? Mäßigung und Trüb, kenne ich jetzt schon ganz gut und auch Experten, aber Schaf? Hier war das Video, wo der sich die Sau angezündet hat. Na, von uns gibt es dann wohl keins. Hm. Du musst auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Highlight Reel ist die Sendung übrigens, die ich meine. Ah, okay.
Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Irgendwo hin. Ich blicke hier nicht mehr durch. Hab ich das schon mal gesagt? Glaub noch nicht. Erstmal runter. Da ist ein Foggate. Meinst du? Da ist ein Boss. Siehst du das? Könnte sein. Hier ist ein Boss. Na dann. Wenn nicht, jetzt ist er ab. Okay. Au. Au, du bist fast. Ich wollte sagen, du bist fast tot. Du bist nicht fast tot. Alter. Das sind also die Schatten von Yharnam. Okay. Das ist ja. Okay. Die haben mich ganz schön gegrillt. Die haben mich ganz schön gegrillt. Jetzt finden wir eh nicht wieder dahin, ne? Ist ja schon klar, dass wir nicht wissen. Vielleicht hätten wir erst nach oben gehen müssen, dass da irgendwie wieder ein Shortcut oder was aufgeht. Keine Ahnung. 22.000 ist auch nicht ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Das hatten wir manchmal so schnell zusammen. Das ist wirklich wir so sind inzwischen in Regionen, wo mir das Gelände gesagt scheißegal ist. Ja, ich glaube, wir kümmern uns darum in der nächsten Folge. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Bloodborne. Bis dann. Ciao.